Sie sind hier, 22. Dezember 2018, Update um 21.27 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern verkleinern. Neureuther kämpft um seine erste Top-10-Platzierung nach seinem Comeback. Urheberrecht Getty Images. Update: Nach Platz 12 in Durchgang 1 springt Felix Neureuther mit dem zweiten Lauf auf Rang 8. Marcel Hirscher und Henrik Christoffersen patzen zweiten Lauf. Als Felix Neureuther in Madonna del Campiglio seine Miriam und Töchterchen Mathilda in die Arme schloss, war sein Glück schon 2 Tage vor Heiligabend perfekt. Mit Platz 8 beim Favoritensterben im Trentino hatte sich der 34-Jährige wenige Minuten zuvor das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Das war ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung und stimmt mich zuversichtlich fürs neue Jahr, sagte Neureuther. Während sich Dominator Marcel Hirscher, Österreich, und dessen norwegischer Dauerrivale Henrik Christoffersen im letzten Rennen vor der Weihnachtspause mit frühen Einfädlern seltene Patzer erlaubten, kämpfte sich Neureuther im Finale 10 Ränge nach vorne. Wäre da nicht dieser eine blöde Fehler im zweiten Lauf gewesen, es hätte eine wahnsinnige Platzierung herausspringen können, meinte der Patenkirchner, also ein Podestplatz. Letztlich verpasste Neureuther das Stockerl um 0,76 Sekunden, sein Rückstand auf Überraschungssieger Daniel Jule, Schweiz, betrug 1,26 Sekunden. Das reichte im erst dritten Rennen seit seinem Comeback gleich für das Ticket zur WM in Are, Schweden, 5. bis 17. Februar. Das ist ein kleiner Erfolg für ihn, sagte Alpine-Chef Wolfgang Mayer. Dominik Steele, Obermeiselstein, belegte Rang 24. Nachzulesen im Sport1 Live-Ticker, sein erstes Top-10-Ergebnis seit dem Kreuzbandriss vor 13 Monaten müsse man relativieren, betonte Neureuther, ich hatte in den letzten 5 Wochen nur 3 Slalom-Tage, ein Daumenbruch machte ihm ebenso zu schaffen wie eine Gehirnerschütterung. Dafür bin ich echt zufrieden. Zumindest abschnittsweise, betonte er, kann ich noch sehr schnell fahren, auf dem Weg zur alten Form. Das hatte er zuletzt in Saalbach hinter Glemm als Vierter des ersten Laufs bereits eindrucksvoll bewiesen, ehe er dort noch auf Platz 27 zurückfiel. Man sieht, dass er noch ein bisschen arbeiten muss, um Rennstabilität zu bekommen, sagte Mayer am Samstag, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass er auf einem sehr guten Weg ist und wieder zu der Form zurückkommen kann, die er vor seiner Verletzung hatte. Das Rezept dafür kennt Neureuther, und es verspricht unruhige Weihnachtsferien. Ich muss jetzt trainieren, 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 damit es bis zur WM passt, sagte er. Weihnachten selbst will Neureuther zwar ganz in Ruhe zu Hause mit der Familie verbringen, doch spätestens am 27. Dezember wird er wieder auf dem Slalomskiern stehen, schließlich hat er noch viel vor. Ski-Alpin-Weltcup im Sport1-Datencenter, voller Terminkalender im Januar. Der Januar ist mit 5 Rennen der Slalom-Monat schlechthin. Nach dem City-Event an Neujahr in Oslo folgt am Dreikönigstag das Rennen in Zagreb, dann geht es Schlag auf Schlag, Adelboden, Weng, Kitzbühel, Schladming. Ich freue mich auf die Klassiker, sagte Neureuther im Trentino. Er hat allen Grund dazu, von Sportinformationsdienst.